Hallo, Freunde, herzlich willkommen hier zurück auf diesem Kanal Henno Uncut bei einer schönen Folge Dretsch. Ihr hättet mal schreiben können, ich habe Jans vergessen, ich muss mal wieder Dretsch aufnehmen. Habt ihr ja nichts gesagt? Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ich mal wieder was aufnehmen soll, Digga. In der Zwischenzeit kam gigantischer Patch für Dretsch raus. Version 1.1 nennen die das. Die haben super viel angepasst. Also wir haben jetzt eine neue Angelmeter. Nee, also sind schon ein paar coole Sachen dabei. Unter anderem kann man jetzt auf der Map bis zu 50 Marker setzen und auch unterschiedlicher Optik und so weiter. Dies, das. Aber auch hier die fahrende Händlerin auf ihrem Ponton. Die bietet jetzt jeden Tag zum Kauf ein Forschungsteil an. Ihr merkt, ich habe in die Patch Notes richtig reingefahren, weil wir wollen ja hier Progress. Also, ich habe in der Zwischenzeit Mühe gespielt, ein Tucken nur. Ich habe hier, was habe ich gelesen? Irgendein Buch habe ich gelesen. Das, was war letzte Mal, also ihr seht ja hier so ein bisschen, ne, was ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches, irgendein Buch. Und Grundwissen für Ingenieure, Digga, das lesen wir jetzt gerade. Ansonsten habe ich das Mörserrohr gefunden. Das ist klasse, weil wir sollen ja hier am abgestürzten Flugzeug, haben wir ja in der letzten Folge eine Quest angenommen, dass wir eben das Mörserrohr und das Mörsergestell, also das Gestell und das Rohr, das sollten wir ja suchen und ihm bringen. Und das habe ich gemacht. Das war hier um die Ecke. Das Gestell hatten wir letzte Runde schon, letzte Folge geholt. Ansonsten, wir haben nicht so viel. Ich habe ein bisschen geangelt, ein bisschen Kohle gemacht. Wir haben jetzt 1000 auf der Uhr, ihr seht's. Ja, und ich bin jetzt hier gerade wieder beim Questgeber, beim Flieger. Und wir gucken mal, was geht. Yo, ich habe Teile des Mörsers gefunden. Das ist alles? Während ich die Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten... Achso, das ist alles. Während ich mit der, ich den Mörser mir zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Ich glaube, der ist so ein bisschen durchgeknallt, weil der seine ganzen Kriegserlebnisse nicht ordentlich verarbeiten konnte. Der hat Gliedmaßen verloren. Der ist hier sehr lange alleine im Sumpf. Wahrscheinlich sind dir in den Lagunen die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin locken. Ah, das sind diese mit dem riesigen Auge und dann so U-Boot-artig verfolgen die mich. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser ein Chaos machen. Und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich markiere die Standpunkte der Fallen auf deiner Karte. Verstanden? Ich verstehe. Wie geht's nun weiter? Wir müssen drei spezielle Köder aus verschiedenen Fischkombinationen herstellen. Okay, lass uns den Köder für den ersten besprechen. Für diesen Köder benötigt man drei Fische aus der Gegend. Okay, ey, die kenne ich sogar. Glaube ich. Die habe ich vorhin geangelt. Und ich habe mir eine Sprengladung gekauft. Seht ihr gar nicht. Hier. Sprengladung, hallo. Weil, die kann man jetzt auch überall kaufen. Ich glaube, das ging vorher nur bei dem Walfischfänger und... Ja. Ach so. Zweiter Köder. Aha. Oh, der hat so Härchen. Das ist ein Wels, wa? Und der dritte? Die kenne ich. Okay. Ah, okay. Und wenn man das alles gemacht hat, dann ist dieses Vieh hier weg, was einen mobbt. Das ist ja super. Genau, ich kann euch noch einmal zeigen, forschen, wieso der Stand der Dinge ist. Die alte Folge ist ja ein bisschen her, ne? An sich können wir den hier einbauen. Ich glaube, das hatten wir sogar vor, oder? Körpernetze war so meh. Naja. Wir haben ja Kohle vielleicht, ja. Naja, mal gucken. So, jetzt wird gerade eh erstmal Tag. Aber ich glaube, tagüber ist der Jochen hier auch. So, hier können wir sprengen. Sprengen, wo nur geht. Ja, Abfahrt. Boom. Die Trümmer zerbröseln. Weiter geht's. Es ist einfach ein geiles Game, ne? Ich habe übrigens in der Zwischenzeit Super Fantasy Kingdoms. Kingdom? Also ihr wisst, habe ich weitergespielt und bin mit der Demo sehr schnell durch gewesen tatsächlich. Da kommt gar nicht mehr so viel.
Also es ist wirklich eine Demo, habe ich dann gemerkt. Das heißt, es wird dazu erstmal kein Content mehr kommen. Einfach weil es kein Content gibt. Also da wird so angeteasert, was alles theoretisch dann ginge oder käme. Aber tatsächlich war da kein Content mehr für uns. Und dementsprechend, ich bin super oh, den brauchen wir. Wir brauchen das Gelbe. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Habe ich Input-Lag? Ich wollte einmal missen, um zum Goldenen zu kommen, aber das war falsch. Den brauchen wir. Knochenhecht. So, holen wir noch einen. Was ist denn jetzt hier los? Ey, bin ich schwanger? Zack. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Mensch. Oh, die passen ja super hin. Klasse. Aber ich brauche jetzt auch nicht 10 Stück davon. Ich gehe mal weiter, weil Zeit vergeht ja auch beim Angeln. Übertrieben viel Zeit. Okay. Oh, da ist er. Nicht wecken. Nein. Was mache ich jetzt? Der hat mich nicht gesehen, oder? Ich fahre einfach weg. Hä? Nein, nicht teleportieren. So, Abfahrt. Ist er noch dran? Nö, ne? So, hier war was nämlich. Klar, Fernrohr ist auch eine Möglichkeit. Mit dem Fernrohr kann man jetzt übrigens die Marke auch... Oh, lol. Ich muss reinhauen. Der ist da noch. Der gammelt da rum. Glaubt das? Toll, jetzt kann ich da nicht angeln. Du Arschloch. Ja, um die geht es ja auch. Anscheinend gibt es davon 3 Stück. Wusste ich auch noch nicht. Jetzt können wir ein bisschen Auto fahren. Ist er noch dran? Nö, oder? Doch, oder? Okay, er war noch dran, aber er ist kurz vor mir abgetaucht. Was ein Vollidiot. Aber den hier brauchen wir auch, glaube ich. Nur das war jetzt ein spezieller. Wie heißt der? Großkopfmeer-Esche. Die Großkopfmeer-Esche. Hä? Ich schwör's, ich hab Input-Delay. Das ist hier in diesem Studio. Das liegt am Rechner. Ich hatte das auch schon bei Outlast. Da hat mich sterzig ausgelacht. Ja, so kann ich nicht hier kompetitiv für euch zocken. Ja, das war kein Delay. Da war ich zu früh. Bin ich häufiger. So. Dann fahren wir zurück. Und geben schon mal ab, was wir haben, weil das darf nicht vergammeln. Oh, hier ist er schon wieder, oder? Nee. Warte mal. Wo denn nun? Oh, Alter. Fange die Geisterfresser. Die sollen wir fangen. Karre. Ach du Scheiße. Okay. Da müssen wir hin. Und hier haben wir eine Anomalie entdeckt. Das ist ja super. Abfahrt. So, wir müssen links. Es ist ja schon wieder dran, ne? Oder? Nee. So, hier, ne? Ich hätte gerne eine Schnelltaste für Karte. Achso, Pfeiltaste hoch. Digga, ich habe 10 Stunden im Game. Was war jetzt? Die Sounds! Rechts. Ich habe 10 Stunden im Game und sehe jetzt erst, dass man mit den Pfeiltasten... Lassen Sie mich bitte durch. Danke. Oh. Hier ist ja auch super. Den brauchen wir. Scheiße. Oh nein, ich bin so kacke. Es ist aber auch nicht leicht. Zack. Junge, ist das ein dicker Typ. Warte mal. Das ist sogar eine Anomalie. Zurückwerfen. So. Er ist auf dem Kopf. Tut mir leid. So. Zack. Nochmal normalen. Ich weiß nicht, ob ich die Anomalie abgeben kann.
heute ist ein bisschen wild. Heute ist... Ich war lange nicht mehr fischen. Ne? So. Jetzt haben wir's. Was ist denn das? Ist das ein Wels? Ja, ist einfach nur ein stinknormaler Wels. Cool. So, jetzt links, right? Ja, scharf links. Okay. Und Außenborder an. Schön Drive-by. Müssen auch mal pennen. So. Ja. So. Den gebe ich dir. Guck mal, den ersten haben wir doch fertig. Ah, ne, ich habe genug. Ich dachte schon. Da, auf dem Kopf. Und den. Das sollte klappen. Ich mische die einfach hier drin. Bestücke damit die Falle und suche dann das Weite. War der so? Wenn die Fallen zuschnappen, dann feuere ich mit dem Mörser drauf. Und bring mir auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass das Ding wirklich tot ist, ja? Stechend stinkender Köder. Geil. Das ist immer die größte Herausforderung, wenn man so spontan so ein bisschen synchronized, dass man sich die dann auch merkt. So. Wels. Oh, geht da der? Klasse. Klasse, super. Dann den. Schön Eimer. So, und der dritte? Ah ja, der Eckfisch. So. Da es mir nicht so gut geht, würde ich ein bisschen pennen. Zack, das reicht. Und Abfahrt. So, jetzt gehe ich einmal verkaufen, bevor... Digga, Pfeiltaste ist das Beste. Ich war hier immer und habe hier immer ja alles... Aber das sind ja die Pfeiltasten. Dass keiner von euch auch mal auf die Idee kommt, mir das zu sagen. Das hat bestimmt noch nie einer geschrieben. Ich lese ja alle Kommentare. Ich lese wirklich sehr viel. Ich lese wirklich... Das ist jetzt kein Joke. Kommentare sind das Beste an meinem Job. Aber... Ja, oder es hat wirklich keiner geschrieben. Also, sorry. Scheiße. Ja, man wird ja auch nicht jünger. So. Jetzt würde ich gern einmal verkaufen wollen. Auf dem Fischmarkt. Hier in Spandau. Einfach alle, ne? Brauchte ich noch Fisch? Was war für einen dritten? Nur diese Eckfische. Dann alles weg. Dann, pass auf. Wir könnten jetzt einen fetten Motor kaufen. Aber da war doch was. War der nicht schlechter? Der hat 52,5 Knoten. 36. 46. 51. Ja, nimmt sich gar nichts. Okay. Und die beiden über Eck? Nimmt, ist kaum marginal besser. Marginal. Magi. Einserstrahler. Schön Halogenleuchter. Da haben wir vielleicht auch noch einen im Lager, oder? Nee. Was war das nochmal? Die Lampe hier? Dieses Abyssal-Ding, ne? Müll. Okay, aber wir können bei ihr jetzt wahrscheinlich ein Forschungsteil kaufen. Wie die Patchnotes uns gesagt haben. Zack, zwei sogar. 50% Wahrscheinlichkeit, dass zwei spawnen. Zack. Achso. Ja, muss man auch ablegen, wenn man nicht dumm ist. So. Das ist doch was, Freunde. So. Genau, nö. Und dann würde ich aber wirklich noch einen... Ach, scheiß auf den, einen Strahler. Scheiß auf den. Scheiß auf den. So, der wäre Knorke. Hammer. Mäßig. Der wäre natürlich auch giga nice. Actually, können wir den sogar schon einbauen, ne? Der wäre ja Knorke. Powermotor. Ansonsten haben wir aber auch nicht mehr. Also, Angeln haben wir alles. Gut, wir haben ja noch diese Monsterangel. Aber die hat halt nur mehr Fanggeschwindigkeit und braucht giga viel Platz. Also, ja, am ehesten ist es der. Zwei Tage, dann haben wir den. Gut. Dann gehe ich jetzt mit den Ködern. Wohin? Ah, ja, geht ja alles viel schneller. So, fange die Geisterfresser. Geistfresser.
Ich habe hier eine schöne Bionade heute mir gegönnt. Ich hab den Kühlschrank aufgemacht hier im Büro. Ich nehme erstmal einen Schluck, dann erzähle ich weiter, ja? Und da gab es Holunder und Streuobst. Digga, wer nennt denn sein Produkt, wenn man den Leuten richtig Bock machen will auf eine nice Limo? Warum nennt man die Streuobst? Warum überlegt man sich überhaupt diese Geschmacksrichtung Streuobst? Sammeln die das vom Boden? Was ist Streuobst? Könnt ihr mir das mal erklären? Ich meine, ich könnte auch googeln, aber so haben wir ein bisschen miteinander. Was ist Streuobst? Streuobst-Limo. Das sind die Dinge, wo ich einfach im Alltag hängen bleibe und mir sage, nein, ich will das nicht akzeptieren einfach. So, Quest. Ich habe in Windstrang, so heißt übrigens die Region anscheinend, einen Flieger gefunden, der vor Jahren dort abgestürzt ist. Er ist der einzige Überlebende seines Geschwaders. Er will nicht gehen, bevor er seine Kameraden gerecht hat, die offenbar von Geistfressern getötet wurden. Ich werde ihm helfen. Ich habe die Mörserteile gefunden und sie dem Piloten gebracht. Lege die Köder aus und warte, bis der Flieger schießt. Ich muss in der ersten Falle einen speziellen Köder platzieren. Ich muss. Okay, scheiße, er hat uns wahrscheinlich gesagt, wo die Fallen sind, oder? Ah, wahrscheinlich bei den Kreuzen. Yo. Höchstwahrscheinlich. Diese Türme. Yo. Yo. Inspizieren. Ein großer Käfig hängt über dem Wasser. Darunter schwimmt ein kleines Behältnis. Bestücke die Falle mit einem Köder. Du bestückst die Falle mit dem Köder. Du sollst dich jetzt in Sicherheit bringen. Scheiße. Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Der hat den ausgerottet. Heilige Scheiße. Im Innern befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Der Flieger wird einen Beweis dafür erwarten, dass du Erfolg hattest. Okay, Digga. Wir schießen einfach mit Kriegswaffen auf das Vieh. Haben wir noch den B-52-Bomber? Oder wie heißt der? Einfach, auf einmal kommen seine Kumpels hier mit Stukas und bomben die alle weg. Ey, was passiert? Okay. Muss ich jetzt bei den speziellen Orten die richtigen Köder oder ist es egal? Ich fahre jetzt einfach mal zum nächsten Becken. Ah ne, da muss ich hier rechts. Och, das war doch jetzt nicht nötig. Ich spiele hier so Dredge, ne? Und dann generell, oft spiele ich hier so. Und dann ploppt da auf, Sterzig spielt Counter-Strike Global Offensive. Ich finde das schade. Ne, irgendwo finde ich es auch schön. Aber es ist auch zwei? Und schon wieder Rumpf beschädigt. Ich glaube, der andere ist weggecheckt, oder? Die spawnen da einfach automatisch. Und böllern. Alter. Schön. Okay, ist aber nichts kaputt gegangen. So. Jetzt, wenn es Nacht wird, ich brauche diese Eckfische. Ich schwör's dir. Das könnten die. Nee. Nee. Das sind wieder diese Hechte. Das auch nicht. Okay. Ich gebe das erstmal ab. Jetzt müssen die beiden Regionen doch frei sein von denen, oder? Dann kann ich hier ein bisschen unbeschwerter langfahren. Da, die haben mich echt gestresst, muss ich sagen. Was ist da? Hier war ich doch eben schon. Achso, hier ist einfach irgendein Special Fish, klar. Hä? Okay. Ich will den goldenen. Nein! Krass. Warte mal, jetzt wo Nacht ist, können diese komischen Aale hier spawnen. Was ist er? Das ist er! Der ist so angenehm zu angeln. Ey, Riesenvieh. Guckt euch den an. Ja, der. Es tut mir leid, den. Ich habe für den keinen Platz. Ich bin heute wirklich nicht gut im Angeln. So, zwei Stück brauchte er. Abfahrt. Jetzt haben wir alles.
geil. Oh. Oh, 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 oh. Mach wieder an. Aber was ich krass finde... Ah, hier werden noch mal. Naja. Ich mein, warum die Fische irgendwie... oder was hier abgeht mit diesem Nebel und warum die Fische alle mutiert sind und was weiß ich, ist mir immer noch nicht klar. Ich meine, wir sind jetzt auf der im vorletzten Gebiet. Im vierten von fünf Gebieten. Naja, so. Flieger. Wie läuft es so? Ich habe den Kadaver einer Kreatur, den ich dir zeigen will. Dann wollen wir mal sehen. Du weißt, mit dem zerfetzten Fleisch kommen. Er ist nahezu formlos. Doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem er nur gehören kann. Er stochert mit seinem Messer in dem gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja, das war mal eines dieser Biester. Wir machen Fortschritte. Aber es gibt noch viel zu tun. Oh, du hast noch mehr? Ja, der zweite. Und wieder einer weniger. Jetzt bleibt nur noch einer. Bringen wir es also zu Ende. So. Zwei davon. Zack. Uno. Dos. So. Nice. Und gib mir mal deinen Eimer. Und dann gehen wir jetzt jagen. Wir schlafen aber ein bisschen. Zack. Und legen ab. Ja, reparieren kann ich hier nicht. Okay. So, wo ist jetzt letzter Ort? Oben. Guck mal, die Kreuze gehen sogar weg. Dann fahre ich jetzt einfach gerade und dann nächste links. Letzte Region bin ich auch gespannt, ey. Wird bestimmt banger. müsste doch dieses Vulkanzeug sein, ne? Oh, was ist denn da los? Auch diese Flaschenpost, ne? Naja. Hä? Ach so, die sind im Weg? Die Pilze? Wo kommen die denn her, Alter? Was ist denn hier los? Hier war ich noch gar nicht, wa? Oh, hier können wir dredgen. Oh ja. Dredgen ist super. Aber ich hab ein bisschen Schiss, dass das Vieh hier ist. Wir bringen es jetzt erstmal um, ja? Komm, wir bringen es erstmal um. Schnell, bevor es spawnt. Und Abfahrt. Ja, 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 ist doch gut. Wir gucken uns das mal richtig nah an. Und jetzt Knaller. Ah, schön. Einfach den ganzen Stamm ausgerottet. Und weg mit euch. Super. Meint ihr, wir kriegen eine Belohnung? Noch ein bisschen fischen? Bisschen angeln? Ja, komm. Schöner Hering. Ey, ich weiß nicht. Heute ist irgendwie... Ist komisch, ne? Normalerweise war ich immer astreiner Angler. Sind es die Reflexe, die mit dem Alter weggehen, ja? Aber ich glaube, ich muss jetzt extra immer sehr früh machen. Ich glaube wirklich, dass ich... Ja, ich will mich jetzt auch nicht rumreden. Vielleicht bin ich auch einfach scheiße. Übung. Ne, wenn wir jetzt länger... Oh, was ist das? Oh. Oh Gott, ey, das kann ich. Zack, 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 zack. Das mach mal nach. Ne? Die kleinen Minigames hier. Die Skill-Spiele. Ne? So. Gleicher Weg zurück. Ne, diesmal fahren wir mal anders. Ist doch auch schön. Man kann ja auch... Ja, nee, es wäre dumm. Wäre dumm, mache ich nicht. Bin ja nicht dumm. Hier lang, ist doch klar. Warum... Ach man, ich bin aber auch jetzt zittrig irgendwie. Ich bin jetzt auch... Ich weiß nicht.
Ich dachte, hier leuchtet's und ist schön und tolle Sachen, aber irgendwie nicht. Aber wir haben jetzt hier unsere Ruhe, das ist doch toll. Das ist doch einfach nur toll. So. Jetzt legen wir hier an. Super. Wie läuft es so? So, das ist der letzte. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer in das weiche Fleisch. Er teilt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallisch glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist, überzogen von blutigem Schleim. Nun, Fischermann, Glück für dich. Ah, das ist eins der Relikte, die wir sammeln sollen. Geil. Ja, cool. Dann kriegen wir nur noch Fähigkeit. So, was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen, aber das ist mir doch zu einer Art Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit können die spezielle Köder für dich entwickeln. Oh, spezielle Köder? Okay. Wirf einen Köder ins Wasser, um lokale Arten anzulocken. Ich brauche zuerst etwas Fisch. Okay, nee, lass mal stecken. Ja. Gut. Dann hauen wir rein. Damit haben wir das Gebiet tatsächlich abgeschlossen. Also, wahrscheinlich nicht vollkommen. Ich meine, es gibt ja auch noch überall diese scheiß Schreine und so. Aber das ist auch so ein Mysterium für mich. Es gibt ja unterschiedliche Schreine. Dann gibt es diese Kapuzenhainis aus Gothic 2. Gibt ja alles. So, ich angel hier nochmal schön. Mach ich nochmal den Kahn voll. Oh, der kommt böse. Boom. So. Klasse. Oh, ein bisschen Platz hätten. Na komm, egal. So, jetzt hier links rum. Und dann holen wir uns wieder Forschungsteile. So einfach geht das. Ist ein bisschen zu einfach. Jeden Tag ein Forschungsteil for free. Also nicht for free, aber... I mean... Schon krass, oder? Weil... Guck mal. Also wenn man überlegt, wie lange wir die immer gesucht haben. Und jetzt kriegt man die einfach hinterhergeschissen. Reparieren müssen wir. So. Dann Lager. Da tun wir noch ein bisschen was rein. Den lassen wir mal drin. Das tun wir rein. So. Klasse. Den Eimer lassen wir mal. Das bringen wir jetzt zurück. So, und jetzt teleportieren wir uns, weil wir sind so krass. Zack, Junge. Boom. Servus. Ich hab was mitgebracht. Wir pennen aber erstmal. Wir pennen erstmal, denn schlafen ist auch gesund. Und auch gut. In dieser Werkstatt waren wir noch gar nicht, ne? In der hier. So. Bla bla bla. Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt sich mit der Hand über seinen zugeblasenen Tisch und er platziert die Halskette vor sich auf den Tisch. Und ich nehme an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür. Einmal mehr öffnet er das Buch, Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugeben. Freigeschaltet, Atrophie. Fange sofort einen ganzen Fischschwarm. What? Es fehlt nur noch eins. Ich schlage es ja nur ungern vor, aber die Abyssal-Ebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Abyssal-Ebene? Die Ebene irritiert mich. Also das Wort. Heißt es, wir sind dann unter dem Meer, oder wie? Oh, er markiert. Netter Typ. Gut. Ich rede auch sonst nie mit denen, ne? Werkstatt. Geh hinein. Abgesperrt.
Okay. Gut. Pass auf. Wir gucken jetzt einmal, was die Architektin macht. Guck mal, hier ist ein fetter... So, wenn ich jetzt das mache. Dann kriege ich den ganzen Fisch. Hat es mich gedamaged? Nö. Aber das sollte ich vielleicht machen, wo ein Vorkommen richtig reichhaltig ist. Da war jetzt wahrscheinlich nur einer drin. Deswegen habe ich nur einen bekommen. Na gut. Guck mal, hier ist noch einer. Ja, Bestand niedrig. Ich muss darauf achten, dass der Bestand schön geil ist. Eine Sache. Zack. Hier war doch so ein Schrein. Jetzt mal wirklich. Hier war doch so ein Schrein. Oh. Kann man das wieder nehmen? Ist das gerespawnt? Nee. Wo war der? Hier. So, und das war so ein Fischschrein. Nee. Hä? Irgendwo war das so ein Fischschrein. Wo man Fische reinlegen musste, oder? War der hier? Nee, ich glaube. Hä? Muss man dafür wieder verzaubert sein oder so? Ey, warte mal, hier kann ich auch Barrikaden wegsprengen, oder? Jo. Da liegt ein Metallstück. Good to know. Good to know. Okay. Na gut. Oh, hier gibt es noch einen Superhai. Oh, klasse. Jetzt habe ich da aber einige Mizzets an Bord, wa? So. Das würde ich halt gern mal... Also das Ding ist, ich würde das gern mal erfahren, ohne hier mit 1000 Randoms zu reden. Ich würde gern mal wissen, was hier abgeht. Aber ich glaube, das wird schon noch. So, Servus. Oh, guck mal, 430 für die drei. Das ist schon crazy. Okay. Hier noch alles gut, ja. Ja, dann fahren wir jetzt tatsächlich ins neue Gebiet. Abfahrt. Nach Norden. Er hat es ja markiert, sagt er. Da. Super. Dann gehen wir vorher zur Architektin und gucken, was bei ihr geht. Ich hatte schon wieder vergessen, was ging denn bei ihr? Was haben wir hier noch? Tolle Nachrichten. Mit Fragezeichen. Das ist eine Storyline, ne? Und den haben wir gefangen. Bluthauthai. Alles klar. So. Ich glaube, das war einfach nur so ein Ort zum Rasten, oder? So ein Zwischen... Ja. Das ist legit einfach nur da. Na gut. Da können wir ein bisschen dretschen hier, oder? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ach komm, wir nehmen es mit. Wir nehmen alles mit. Weil auch wenn wir es gerade nicht brauchen, vielleicht für den letzten Scheiß noch. Oh Gott. Hoppala. Boah, das ist tückisch da. So. Das war's. Da ist noch was. Schmuck oder so. Gut. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, finde ich. Also Schmuck ist ein bisschen zu günstig zu verkaufen, finde ich. Und hier ist noch Holz. Gut, besser haben als brauchen, ne? Freunde. Oder? Wir haben ja mittlerweile auch richtig Platz an Bord. Ich glaube, würde ich... Oh, ich glaube, da kommt einer. Ich glaube, würde ich jetzt noch mal... Das war knapp. Würde ich jetzt nochmal von vorne anfangen, würde ich, glaube ich, die Krise kriegen. Lager.
Wenn ich da mit so einem kleinen Kackschiff anfange, würde ich, glaube ich, echt die Krise kriegen. Ja, ich weiß, das sieht sehr lässig aus, wie ich das mache. Also den Feinkontakt, wie ich gerade mit dem umgegangen bin. Aber das gehört zu meinem Alltag. Ich bin ja... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen die Angel ausgebaut. Ich bin ja Master-Dredger. Ja. So. Gut. Dann machen wir mal weiter. Was habt ihr gesagt? Nordosten, ne? Super. Ich bin gespannt. Das sieht... Ja, Teufelsgrad. Das klingt sehr nach so irgendwie... Hier, Bestand hoch. Jetzt probieren wir mal. Das klingt halt wie so Vulkanzeug. Alter. Hä, aber verrottend? Verrottend ist ja nicht so nice. Achso, ich kann einfach alles nebenklicken, ne? Hat es geklappt? Boah, der macht das automatisch. Super. Verrottend ist kacke. Muss ich jetzt aber schnell verkaufen. Oder wie? Da. Das ist eine geile Fähigkeit. Aber wenn die jetzt immer vergammeln, immer ein... Also dann kann man das ja nur direkt vom Händler machen. Ich will es jetzt mal wissen. Oder ist er jetzt weg? Der ist weg. Scheiße. Na gut, dann will ich es nicht wissen. Weil es gab ja auch Delfine, die mal vor mir her gesprungen sind. Oh. Eieiei, da ist jetzt ein bisschen was infiziert. Scheiße. Ist das alles nichts wert, ne? Vor allem spart ja auch übel viel Zeit, weil wenn man ja angelt, dann ist ja normalerweise, vergeht ja sau viel Zeit. Warte mal, das sind diese Kapuzenleute. Okay. Kann ich hier handeln? Ein Mann erwartet dich am Dock. Er stemmt sich gegen Wind und Gischt. Oh, welch wunderbarer Tag. Ein neuer Jünger wird an meine Gestade getrieben. Komm an Land, schwaches Menschlein, und ruhe deine müde Seele aus. Unsinn, deine Ankunft ist eine wahre Fügung. Ich habe gerufen und jetzt kommst du als Antwort. Der Ritus der Läuterung steht kurz bevor und du wirst mein Nachfolger sein. Deine Prüfung beginnt sofort. Sag mir, was sucht deine Seele? Leere. Ja, ein reines Gefäß. Nur jene jenseits der Sterblichkeit können sie überwinden. Und dein Fleisch, wonach verlangt es? Der Biss des Salzes. Schmerz ist ein Streich des Fleisches. Ergibt sich dem nicht. Endlich, was verdient die Welt? Nichts. Genau. Und trotz alledem bleibt es ein endloses Nehmen. Ohne zu gehen. Doch zu spät wird es sein, um das Ausmaß unserer Gier zu erkennen. Die Prüfung ist abgeschlossen. Du hast noch viel zu lernen, aber dieses Wissen wird dir bei Zeiten zuteil. Nun denn, deine Aufgabe als mein Jünger ist es, als Botschafter der Läuterung zu agieren. Genau wie ich es früher hatte. In den nahen Spitzen lodert ein ewiges Feuer, doch die Herdstätten der drei Dole liegen leer und unfruchtbar da. Beschaffe drei unergründliche Flammen von dem Felsen hinter uns und entzünde die Tiegel, Digga. Besuche die Schreine der Tiefe, ich werde sie markieren. What? Okay. Ich will handeln. Statuen? Welche Statue wird sie ansehen? Oh, jetzt wird's rätselmäßig. Fanatiker? Ich suche nach verschollenen Relikten. Gibt es hier Schiffswracks? Relikte, sagst du? Vielleicht so etwas wie das hier? Er zieht eine antike Taschenuhr aus seinem Umhang. Oh.
Wie ich sehe, fühlt sich davon angezogen. Ritus die Prüfung, als ich nach machtvollen Kreaturen suchte. Sie tärte zu Anfang an meinem Geist. Das ist einfach ein Horcrux. Doch mit der Zeit lernte ich, ihre seltsame Nahrung zu schätzen. Und so wird es auch dir gehen, wenn alles für das Ritual bereit ist. Dann werde ich sie dir übergeben. Ist noch etwas? Gut, Steinsäulen? Okay, ich kann mir alles Mögliche angucken. Das... Ich hasse ja Rätsel. Okay. Pass auf. Das sind anscheinend diese drei Dings, wo ich was herholen soll. Ich gucke mir aber erstmal die Orte an, wo man eventuell handeln kann. Ich muss mir jetzt erstmal hier eine Basis schaffen, Digga. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche Metall. Das ist Metall. Boah, es geht jetzt schon wieder ab. Ja, was ist hier der große Gegner? Der Feind. Zack. Was zieht da für ein riesiger Schatten lang? Sind das Wolken? Ja, die vergammeln jetzt alle. Ja, es muss jetzt alles erstmal verkauft werden. Oh, da ist Böses im Wasser. Nee, doch. Piranha! Oh, sind die schnell. Krass. Oh, ich bin jetzt beschädigt. Digga, die sind schnell. Krass. Uff. Okay, fahrende Händlerin. Alles verkaufen? Ja, 38. Okay. Dann reparieren. Für 30. Haben wir 8 plus gemacht. Ist doch super. Achso. Noch ein Forschungsteil. Top. Und jetzt Schwimmdock. Weil wir haben genug Metall. Zack. Ja, das hatte ich offscreen auch ein bisschen weiter gemacht. So, für 80. Geil. Neuer Rumpf. 1500. Machelay. Okay, da ballern wir jetzt alles rein, was wir haben. Neuer Rumpf, ey. Dann sind wir heftig. Oh, wir haben aber auch gut angespart. Muss man auch sehen. Ist ja fast fertig. Das ist ja wirklich fast fertig. Fehlt nur noch ein bisschen Metall, wa? Oh, shit. Oh, ich wünschte, man könnte auch irgendwie mit dem Knopf... Haben die vielleicht jetzt reingepatcht und ich habe es noch nicht gesehen? Dass man es irgendwie so instant rüber switchen kann, dass es direkt am richtigen Slot ist? Ja, weiß nicht. Aber I guess, das soll auch so ein bisschen puzzelhaft sein. Okay, uns fehlt ein Metallteil, veredeltes Metall und zwei Kackmetall-Schrott-Dinger. Das ist gar nicht mal so viel. Geil. Okay, wir schlafen erstmal und dann gucken wir uns hier mal den Scheiß an. Bis zum nächsten Morgen. So. Okay. Als erstes... Wir könnten jetzt hier direkt mal gucken, was hier geht. Um eine Ecke. Alter, ne... Entschuldigung. Oh, hier ist direkt irgendein Scheiß. Ey, ohne Witz, ich habe das Gefühl, das ist nicht worth. Hier, antiken Kram zu dredgen. So, aber guck mal, da müssen wir, glaube ich, hin, oder? Das ist so eine alte, untergegangene Zivilisation hier. Ein steinerner Schrein. Eine aufrecht stehende Felsplatte. Mit Ritzzeichnungen zweier schwer gepanzerter Kreaturen im Kampf miteinander verkeilt. Okay, also wir müssen zwei Gigakrebse-Krabben da reinlegen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich einen großen Korb. Oder? Könnte ich mir vorstellen.
So, vermutlich darf man auf die Vulkane nicht drauf fahren. Hier kann ich sprengen. Hab leider keine da. Aha, muss ich auch immer einkaufen. Zack. So, hier rechts raus, ne? Da ist ein Piranha, da habe ich keinen Bock drauf. Hier in der Mitte, ne, sind irgendwelche komischen Rochen. Oh, da ist eine Flaschenpost. Nee, was ist das? Steintafel. Mission hinzugefügt. Warte. Ha. Besuche den Händler. Ich habe eine alte Steintafel mit einem seltsamen Symbol darauf gefunden. Sie ähnelt jenen, die ich im Schreibtisch des Händlers in Kleinmark gesehen habe. Okay. In fucking Kleinmark? Oh, da sind wieder die Jungs. Schnell einen Bogen drum. So, dann fahren wir jetzt erstmal dahin. Da will ich hin. Ja, und an sich, wir müssen halt Viecher fangen. That's it. Hier ist irgendein Jochen. Erbissel. Digga, was ist er denn? Geisterhai? Krass. Krass. Krasser Fisch. Okay. Geil, ein paar neue Fische. Das ist immer das Coolste an Gebieten. Ey, aber diese Piranha sind ja echt eklig. Hier ist noch einer? Ja, nee, wir brauchen den jetzt nicht nochmal. Ich will erstmal auch nur gucken. So, hier reinschlängeln, geht das? Also hier sind überall diese Piranha. Das macht's halt eklig, ne? Komme ich da durch? Nee, oder? Doch. Aber. Ja, suboptimal. Ey, nee, kein Bock. Vergeht auch zu viel Zeit. So, ich will ja nur wissen, was ich hier reinlegen muss. Aha! Gucke mal. Zack. Klasse. So, da kann ich mich übrigens durchsprengen. Aber ich habe keinen Bock auf Piranha. Guck mal, da sind nämlich welche im Becken neben mir. Ja, die machen mich nass. Digga. Ich muss jetzt hier außen. So, ne? Okay. Also, so, jetzt wird Abend. Jetzt wird es nochmal sehr interessant, was hier jetzt abends abgeht. Oh, was ist das denn? Okay, der ist ja süß. Ja, wir fangen nochmal einen zweiten. Doppelt hält besser. Okay. Jetzt fleuchen die hier draußen rum, oder was? Jetzt wandern die? Nee, ach komm, hör auf. Ernsthaft? Ach du Scheiße, ja, ich glaube wirklich. Patrouillieren die jetzt hier rum? Oh, man muss hier richtig... Also man muss ein erfahrener Seebär sein. Dass man hier gut rangiert. Oh Gott. Nee, jetzt reicht's mir. Komm, geh weg, alles. Ganze Viehzeug weg. Bin leider ein bisschen zu weit links gefahren. Das Ding holen wir nochmal. Das ist ja ein Mordswellengang, wa? Oh, aber wirklich. Krass. Oh, es riecht spooky, das Game. Fällt mir gerade so auf. So, da passen wir doch durch. Okay. Ich kann kaum was sehen. Krass. Hier ist wieder irgendein heftiger Schrein. Die sind mir einfach ein Rätsel, Alter. Ich glaube, wenn oben das Auge so aufgerissen ist, dann kriegt man hier mal eine Vision. Aber was das einem sagt und bringt und I don't know. Was ist das denn jetzt? Ich kann die einfach anlegen. Höhle.
Okay, wir schlafen erstmal. Wobei, vielleicht müssen wir crazy sein. Jo, jetzt leuchtet es nicht mehr. Wir müssen crazy sein. Vermutlich, oder? Warte, ich probiere es einmal so. Im trüben Licht der Dunkel erkennst du an den Wänden Malereien. Sieh dir die linke Wand näher an. Die Wandgemälde erzählen von der Geburt einer Zivilisation. Man sieht ein großes Leuchtfeuer, das eine aus der See aufsteigende Gestalt mit Tentakeln bekämpft. Rechte Wand. Erzählt vom Untergang einer Zivilisation. Ein Vulkanausbruch zerstört einen hohen Leuchtturm. Mysteriöse Gestalten verschlingen Menschen und legen Gebäude in Schutt und Asche. Okay, was ist, wenn wir crazy sind? Da war irgendwas noch mit alter Leuchtturm. Ja, so ist gut, genau. Super, super. Jetzt haben wir rote Auge. Toll. So, jetzt leuchtet auch die Statue. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Hm. Und alter Leuchtturm? Du gehst die vielen Stufen hinauf zum alten Leuchtturm. An seinem Fuß trittst du auf eine steinerne Tür. Du siehst keine Klinke, doch in der Tür wurde eine große Höhlung gemeißelt. Aha. Okay, das muss ich finden. Krass, eigentlich. Oh, nee, ich muss schlafen. Okay. Ich schlafe noch weiter. So. Ja, heftig. Was geht? Ne, ich brauche nur Metall. Okay, also Händlerin ist da im Süden. Und ansonsten, ja. Ich muss halt Fische fangen. Was ist das denn? Das ist der Giga-Piranha. Da muss ich aber mal schnell weg. Okay. Wir haben doch einen etwas heftigeren Typen hier. Fucking Piranhas, ey. Das ist wieder... Ja, nee, kein Bock. Hm. Was hier? Auch, ne? Zum Dredgen? Hm. Oh, shit. Boah, die sind echt eklig, weil die halt auch so schnell sind. Jetzt sind wir hier wieder, ne? Ja. Okay. Das macht gerade nicht so viel Sinn. Ich fahre jetzt einfach den gleichen Weg zurück. Wir fahren mal die Innenbahn. Ich biege jetzt hier mal ab. Guck mal, dass sie da irgendwie hinkommen. Ohne, dass mich 1000 Piranhas fressen wollen. Oh. Puh. Oh, sind die jetzt da genau im Weg? Actually, brauche ich den, glaube ich. Für hier, oder? Hoppala. Oh, ein bleicher Rochen ist vom Bord. Digga, lass mich in Ruhe. Der bleiche Rochen. Hier hätte ich reingemusst. Boah, sind die Viecher stressig. Kann man die irgendwie bekämpfen? Ja, ich muss halt sprengen. Okay, wir investieren richtig. Wir fahren jetzt die Innenbahn. Gucken uns da nochmal alles an. Oh Mann, hier sind auch welche. Ey, seid ihr nervig. Jetzt schon wieder Abend. Okay, hier geht auch viel Zeug ab. Da könnte ich nochmal reingucken. Auch dicht. Puh, das ist tatsächlich ein etwas herausfordernderes Gebiet. Okay. Folgender Plan. Wir holen uns Sprengsätze. Und dann, ja, versuchen wir erstmal ganz viel aufzusprengen. Ich glaube, dann haben wir viele Shortcuts an den Piranhas vorbei. Das muss irgendwie gehen. Dann verkaufe ich hier aber jetzt erstmal nochmal alles. Ah, die waren ja vergammelt wieder. Scheiße. Werft. Reparieren. So, und auch nochmal
Nein. Werft, rüber, L, B, zwei Forschungsteile. Geil. Tatsächlich brauche ich das hier auch. Oh, das ist viel zu teuer. Aber Sprengsatz. Super. So, forschen. Ne, nicht ruhen. Forschen. Motoren. Zack. Gut. Den, ja, den müssen wir uns jetzt verdienen, I guess. Als nächstes dann vielleicht die Körbe. Ich weiß nicht, ob wir die für die Krabben brauchen. Wahrscheinlich. Okay, mein Lager. Tue ich das nochmal rein. Jetzt könnte ich eine Sache noch machen. Ich könnte mich heftig teleportieren. Nach Kleinstadt fahren. Das ist da. Zu dem Händler. Und den befragen, was dieser komische Stein ist. Das machen wir nochmal. Händler. So, zeigt die Steintafel. Der Händler nimmt dir die Steintafel ab und mustert sie eingehend, während er sie in den Händen herumdreht. Bemerkenswert, ja. Ich glaube, das ist ein Teil einer Gruppe. Ja, wahrscheinlich brauchen wir vier und das ist das, was wir beim alten Leuchtturm brauchen. Vor einigen Jahren habe ich dieses Stück erworben. Ah, er hat noch einen Teil. Du hast es in der Nähe der Ruinen der von Teufelsgrad gefunden, nicht wahr? Ja. Ah, nun, ich nehme an, da draußen gibt es davon noch mehr. Ich bewahre das vorläufig auf, während du nach anderen Fragmenten suchst. Ja, Schmuckstücke hätte ich tatsächlich auch. Hier, 40. Ich meine, das Positive ist, sie verrotten halt nicht. Das ist das Positive. Aber ansonsten, Dogtags, Monokel. Ja, nichts Spannendes, I guess, ne? Okay. Ja, hochteleportieren können wir uns jetzt nicht, ne? Na gut. Okay, wir haben auch knapp eine Stunde rum. Ich würde jetzt wahrscheinlich offscreen ein bisschen grinden, dass wir ordentlich Gold haben, dass wir uns alle Upgrades kaufen können, dass wir erweiterten Frachtraum haben, uns einen Motor kaufen, und Sprengladungen kaufen. Und dann zocken wir, glaube ich, wahrscheinlich in der nächsten Folge Teufelsgrad durch. Ich meine, die Inseln hier müssten wir nochmal entdecken. Hier waren wir auch noch nicht, aber ja. Ja, Leute. War eine weitere Runde Dredge. Hoffe, ihr seid noch dabei. Und wir haben fast durch. Muss man auch abschließen, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut gerne bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Und Eintracht ist gerade wieder Saison. Wir sind ganz gut reingestartet, haben gegen Vize-Europameister unser Auftaktsmatch gewonnen. Das ist doch mal was. Bis denne. Tschüssi.